Hi, hier ist wieder der Marco. Wir befinden uns nun im sechsten Kapitel und beschäftigen uns mit dem Thema Wissen ist Macht. Die zentrale Botschaft dieses Kapitels ist, Lernen hört nie auf, vor allem wenn man erfolgreich sein will und das auch langfristig bleiben möchte. Dieses E-Learning ist eine universelle, konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Wenn du dieses E-Learning komplett durchgearbeitet hast, dann hast du eine universelle, konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Jetzt könntest du vielleicht denken, mehr Wissen brauche ich nicht. Doch ich muss sagen, leider falsch gedacht, denn bitte ruh dich hier nicht auf diesem E-Learning alleine aus. Bilde dich wirklich stetig weiter. Du wirst natürlich in der ersten Zeit erstmal vollkommen ausreichend beschäftigt sein, um die von uns vorgeschlagenen Schritte auch wirklich alle umzusetzen. Aber wie gesagt, bilde dich da in deinem eigenen Interesse langfristig und auch vielschichtig weiter. Denn je mehr Wissen du in den unterschiedlichsten Bereichen hast, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich mit deinem Unternehmen sein wirst und vor allem auch bleibst. Wir haben in der heutigen Zeit so vielfältige Quellen und Möglichkeiten, die wir nutzen können, zum Beispiel Bücher, Google-Recherchen, YouTube-Kanäle, Podcasts, E-Learnings und so weiter. Finde einfach am besten heraus, mit welchen Medien du am besten und am liebsten lernst und mach es zu einem fixen Bestandteil deines Lebensalltags, dich stetig weiterzubilden. Ich fasse das jetzt nochmals zusammen, da es so wichtig ist für dein bestmöglichstes Vorankommen und für dein zukünftiges Vorankommen. Denn dieses E-Learning reicht aus, dass du als Geschäftsführer das wesentliche, universelle und praktische Wissen aufbaust, um tatsächlich ein erfolgreiches Unternehmen Schritt für Schritt aufzubauen. Dennoch mache Lesen und Lernen zu einem fixen Bestandteil in deinem Alltag. So wirst du langfristig deinen Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sein und du läufst niemals in Gefahr, nicht mehr am Puls der Zeit zu sein. Und genauso wie körperliches Training wichtig ist, ist auch das stetige geistige Training wichtig. Und je beharrlicher du und mit mehr Ausdauer du hier an das ganze Thema rangehst, umso wahrscheinlicher wird dein stetiger Anstieg in der Persönlichkeitsentwicklung und dann natürlich auch deines Unternehmenserfolgs sein. Hier gibt es auch noch mal ein paar Tipps für schnelles Lesen zum Beispiel. Und zwar kann ich dir hier die Anbieter GetAbstract und Blinkist empfehlen. Die habe ich in der Vergangenheit auch schon selber genutzt oder nutze die teilweise auch noch mal. Die sind wirklich sehr, sehr gut, wenn man hier schnell gewisse Sinnhaftigkeiten von Büchern erkennen möchte. Und was auch immer größerer Beliebtheit erfährt, ist das E-Learning Masterclass, wo berühmte Persönlichkeiten zu verschiedenen Themen tiefgreifende Einblicke geben. Abschließend möchte ich dir einfach empfehlen, finde für dich einen Weg, dich stetig weiterzubilden, wo du dich auch wirklich wohlfühlst, wo du Spaß hast und mach es zu einem fixen Bestandteil deiner Alltagsroutinen. Ja, das war es soweit zum Thema Wissen ist Macht. Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns dann mit dem wichtigen Mindset-Thema gesunde Lebensstrukturen. Wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Kapitel.